Nachteinsatz? Nachteinsatz. Die 101. konzentrierte sich für den großen Vormarsch. Sergeant Hesse befahl mir und drei anderen, ein ausgebombtes Schloss auszuspähen. Sollte als Lazarett dienen. Ich ging mit Isola, Elm und Garnet. Waren irgendwelche anderen Sergeants in der Nähe? Nein, wir waren allein. Der dritte Zug hatte bereits am ersten Tag die Hälfte seiner Sergeants verloren. Hat meine Beförderung wohl beschleunigt. Wäre eine richtig nette Hütte, wenn wir sie nicht vollkommen kaputt gebombt hätten. Nur ausspähen? Naja, Desola. Jedes Mal, wenn ich die Worte spähen oder aufklären höre, packe ich mehr Munition ein. Das hört wohl nie auf. Was? Hab nur laut gedacht. Ich lass mich nicht wegen einem dämlichen Schloss abknallen. Lass uns gehen. Was haben Sie? Alan und Garnet starben am nächsten Morgen. Desola den Tag darauf. Brauchen Sie eine Pause? Sergeant Hartsock, sollen wir eine Pause machen? Nein, Sir. Alles okay. Machen wir weiter. Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück hier zu Brothers in Arms und in Blood. So, wir machen weiter. Oh, scheiße, wird schon auf mich geschossen. Oha, MG42, so wie es aussieht. Desola, Gruppe, zu mir! Mal am besten mal hierher, hier positionieren. Wir haben nur eine Truppe dabei, also müssen wir ein bisschen aufpassen auf die Jungs. So. Wo bleiben sie? Okay, sie kommen. Gut. Oh, da sind noch welche. Legt Sperrfeuer auf diese Position! Versuchen wir Plan B! Haut sie gleich mal weg hier. So. Immer das mit mir als erstes wegnehmen. Okay, gut, das ist jetzt trotzdem ein bisschen ein Problem. Versuchen wir nach vorne zu laufen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier die Jungs nicht bekommen. Ich glaube, da ist eh nur noch eine übrig. So, dann komm mal her. Okay, Nummer 1 ist tot. Und jetzt sieht es so aus, als wenn noch eine Nummer 2 dort wäre. So, den hab ich auch. So, der ist auch tot. Dann geht mal bitte auf diese hier los. Oh, da ist eine Granate. Oder? Nee, hab ich mir so angehört. Scheiße. Ah, Mist, ey. Ich krieg meine Jungs hier nicht her. Aber vielleicht, wenn ich mal eine Granate kurz rüberwerf. Vorsicht, ich werfe eine Granate! Aua. Scheiße. Das war zu weit, ne? Das war zu weit. Soll ich mal probieren? Vielleicht kann ich auch von der Seite hier hin. Meine Jungs krieg ich da nicht vor, oder? Schweres Sperrfeuer! Da drüben! Los! Nach da drüben! Hier platzieren. Er müsste schon den her schießen. Erledigt sie! Jetzt gibt den Sperrfeuer und ich werde versuchen. Oder ist die Granate? Das geht. Okay, sind alle tot. Gut. Beeilung! Okay, dann komm mal hierher. Lass das MG in Ruhe. Kommt hierher. Scheiß drauf. Das MG können wir uns nachher noch krallen. Los! Sind da noch mehr? Nee. Versucht es über die Flanken! Oh Mist! Sperrfeuer! Oh, da sind noch ein paar. Da sind noch mehr! Da in Deckung gehen! Geht mal hier, platziert euch mal hier oder an der Mauer drüben. Los! Los geht's! Ich gebe euch Sperrfeuer. Okay. Ich glaube, ich hab grad auf meinen eigenen geschossen. Feuer Sorry. Verlagern! Feuer verlagern! Das war nicht mit Absicht. So, dann probiere ich mal von der anderen Seite vielleicht. Die da drüben sind auch etwas festgenagelt hier. Das ist auch gut. Ah, guck mal, hier ist genug Platz. Hier kann man durch. Sofort!
Gebt mir Feuerschutz! Kommt denn die ran? Aber ich komm an den ran. Nein, zack. An den G. Scheiße, nicht getroffen. Sag mal. Jetzt. Wieso treffe ich den nicht, ey? Was ist denn los? Im Laufschritt! Kommt hierher. Ich gebe euch Feuerschutz. So, der rührt sich erstmal nicht mehr. Jawohl. Und jetzt. Ist er tot? Raus aus meiner Schusslinie! Nee, da ist Feind unter Beschuss nehmen! Ich werde beschossen! Ich nicht! Wir erwidern das Feuer! Ja, dann holt ihn euch! Alle Mann, Angriff! Okay, so. Feind zack. Ausgeschaltet! Geht doch, war ja eh nur noch einer. Perfekt. Gib mir mal Munition. Okay, alles klar. Und weiter im Spiel. Los, Angriff! Schnell! Oh nein! Nein! Nach da drüben! Los, schnell! Nein, hier rein. Nach da drüben! Da, in Deckung gehen! Kommt hier rein. Nicht, dass die jetzt hier reinrennen. Und dann abgeknallt werden von denen. Weil ich weiß nicht, wie viel es hier. Feind ausgeschaltet! Ah. Beeilung, darüber! Nach da drüben! Bleibt hier. Verstanden! Gebt mir einfach Feuerschutz. Feuer verlagern! Feuer verlagern! Weil ich kann da nämlich durchs Fenster, wie das aussieht. Oder durch die Tür? Nee, das ist keine Tür, aber ich kann vielleicht von hier erledigen. Jawohl. Bei mir sammeln! Red, ich muss die Stellung wechseln! Oh! Ui! Ach du Scheiße! Komm her! Nach da drüben! Los! Kommt hierher! Nach da drüben! Shit! Wie soll ich das schaffen? Alter! Schnell! Okay, gut, das ist jetzt heftig. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das im Spiel ausgeschalten bekomme. Oh, das ist böse. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ein Panzer! Unser Panzer! Hey, servus! Geil! Haltet mir bloß die Deutschen vom Leib! Was willst du sagen? Sie hat man auch hergeschickt? Es ist stockdunkel hier draußen. Halten Sie die Augen auf, Corporal! So, Sergeant Kelly und sein Panzer gehören jetzt zu ihrer Einheit. Der Panzerkommandant wird ihren Befehlen so befolgen, wie auch ihre Infanteristen. Panzer sind gut dazu geeignet, feindliche Einheiten niederzukämpfen und auszuschalten. Sie sind unempfindlich gegenüber Handfeuerwaffen und MGs, was sie zu einer idealen mobilen Deckung macht. Die Deutschen hinter den Kisten sind mit Panzerfäusten ausgerüstet, die ihren Panzer zerstören können. Dieser Panzer verfügt auch über ein Maschinengewehr auf dem Geschützturm. Gehen Sie zum hinteren Teil des Panzers und drücken Sie F, um das MG zu benutzen. Oh, puh. Okay. Na, dann komm mal mit, mein Freund. Zu mir! Unseren Trupp hier wieder zusammen. Und da haben wir schon die ersten. Weiter feuern! Der Panzer gleich mal unter Beschuss nehmen kann. Das ist ja perfekt. So, die anderen müssen wir einfach mal folgen. Los, halten wir es denen! Unter Beschuss nehmen. Echt, haben wir die Panzer raus. Da sollen wir unsere Panzer hier bleiben. Gib die mal schön unter Beschuss. Fahr den verdammten Panzer nein, nach da drüben! Nicht den Panzer! Nicht den Panzer! Geht über obwohl, die Flanke! Doch, können wir machen. Los, Bewegung! Dann können wir mal hier hinfahren. Mein Trupp folgt mir ja eh. Desola! Los! Schießt weiter! So. Noch mehr Deutsche! Und dann können wir hier kommt den Panzer. Eine ganze Menge Sperrfeuer! Ja, aber der kommt nicht ran, der Panzer. Beeilung! Dann fahren wir den mal hier vor. Bewegung! Panzer vor! Schweres Sperrfeuer! Da drüben! Los! Ach du Scheiße! Alter! Uns hat eine Panzerfaust getroffen. Alter Falter. Da sind noch mehr
Los, zeigen wir es denen! Fahr den verdammten Panzer nach da drüben! Mist. Das war jetzt gerade nicht schön. Angriff! Oh Mann, ey. Oh, da sind ja auch noch welche. Leg Sperrfeuer auf diese Position! Da lang, los, Vollgas! Oh Mann, ey. Zeig keine Gnade! So, den hat's erwischt. Macht sie fertig! Wo ist mein letzter Mann? Ellen! Los, darüber! Ist da irgendwie an den Rand? Das sind doch zwei Stück, ne? Nochmal. Beeilung, darüber! Wir sind jetzt gerade schön auf den Schuss hier. Da können wir uns gut bewegen. So, da können wir vielleicht den Panzer mal hier reinfahren. Los, Bewegung! So. Ja, nicht auf mich schießen. Okay. Alles klar. Aufrücken! So, beide. Ellen! Zu mir! Oha. Los! Bin dabei! Bewegung! So, vielleicht den Pass gerade mal hier oben positionieren. Runter, Red! Und dann schön. Da drüben! Feuer konzentrieren! Wir müssen ein bisschen aufpassen, die haben wahrscheinlich auch die Panzer raus. Komm, dreh dich, jawohl. Vielleicht von der Seite hier. Ah, das ist auch nicht. Shit. Versuchen wir jetzt, in ihre Flanke zu kommen. Und vielleicht den Panzer hier positionieren. Los! An den Baum. So, Sperrfeuer, darüber! Nach da drüben! Ah, Scheiße! Los, zeigen wir es denen! Das müssen wir kaufen, die Wichser. Ah, okay, die sind tot. Ah! Ihr könnt Panzerfäuste auch benutzen. Legt Sperrfeuer auf diese Position! Vielleicht von hinten, das war schlecht von der Seite. Das war nicht gut. Okay, perfekt, wir haben es geschafft. Oh. Puh, unser Panzer ist noch am Stück. Irgendwie. Alle aufrücken! Ah, da sind noch mehr. Oh. Ellen, hierher! Okay, wir müssen den Panzer vielleicht am besten hier rüber. Zu uns hier. Feuer draußen, alle Feuer frei! Das sind vier Ziele. Sperrfeuer! Feuer! Beeilung! Ja, das sind den Panzer. Feuer verlagern! Feuer verlagern! Versucht es über die Flanken! Ja. Ich weiß nicht, wie ich an die da oben rankommen soll. Granate! Granate! Die ist ein bisschen zu weit geflogen, oder? Die Jungs, die hole ich mir jetzt. So, Nummer 1. Komm, zeig mir dein Köpfchen. Los! Hast du etwa Angst? Wieso qualmt's hier so? Schießen die mit der Panzerfaust auf mich, die Wichser. So, jetzt ist Ende.
Hol mal den Panzer am besten. Ne, lass ihn mal da. Ich gehe von hinten ran. Also bei MG42. Okay, passt. Perfekt. Bei mir bleiben! Alle zu mir. Ellen! Aufrücken! So, das kommen noch ein paar. Oh. Da vorne ist irgendwie 42. Den Panzer am besten mal hierher. Darüber! Oh verdammt! Die schießen auf mich! MG42 zu zerstören. Bring das verdammte MG zum Schweigen! So. Hast du keine Kanone an Bord? Also geht doch. So, da hinten sind doch. Oh, jetzt schaffe ich wieder Scheiße hier. Alan! Los! Granate rein. Granate! Okay, geht nicht gut. Perfekt. Fahr den verdammten Panzer nach da drüben! So, dann können wir da rüberfahren, genau. Ich helfe ihm kurz. Scheiße, Panzer ist kaputt. Oh, Mist. Die haben mir den Panzer zerstört. Scheiße. Nachladen. Runter. Ein. Nummer zwei. Und das war's. Okay. Bei mir sammeln! Mal mein Kamerad zu mir holen. Scheiße. Verteidigen Sie das Schloss. Und ich glaube, ich habe einen Panzer gehört, einen gegnerischen. Ja, da hinten. Hat man diesen Panzerfäuste. Panzer! Den Eingangs. So, den Panzer müssen wir natürlich mit der Panzerfaust zerstören. Runter, Red! Ah, das hat er natürlich überlebt, ja? Oh je. Was war das? Ja, ich muss den Panzer ja irgendwie zerstören. Oh verdammt, die schießen auf mich! Runter weg! Oh man, viel höher. Ich muss viel, viel höher zielen. Und es gibt keine mehr da. Scheiße. Also müsste dann da hinten sein, der Boden. So, dass ich den Panzer zerstören kann. Oh, Ellen. Hier ist. Jawohl, hier sind Panzerfäuste. Verdammt! Ich bin getroffen! Das ist eine falsche Waffe. So. Oh! Na, wartet. Ellen! Im Laufschritt! Los, darüber! Darüber, okay. Ja. Und dann muss ich versuchen, den Panzer zu treffen. Jawohl, der war ein Volltreffer. Jawohl.
Egal jetzt. Das ist auch hier. Ah. Okay, er ist tot. Okay, Panzer ist tot. Oh je, mit dem komme ich nicht weit. Ich brauche nur meine Bar. Nein! Meine Bar will ich haben. Und dann nehmen wir noch eine Panzerfaust mit. Es wäre doch gelacht, wenn wir die jetzt nicht mit einer Panzerfaust wegrotzen können. Oh! Da sind auch noch welche. Eine Granate. Ich bin der letzte Kämpfer, Mann. Der letzte. Der allerletzte. Der ist Deutscher. Ah, leck Arsch. Mein Ohr piepst. So. Wenn ich jetzt noch einen Schuss abkrieg, bin ich tot. Kannst du noch geben? Gut. Vielleicht komme ich an den. So, den habe ich, glaube ich. Leute, das ist anstrengend. Leck mich am Arsch, ist das anstrengend. Oh, da sind noch welche. Jetzt warte mal. Nein, das reicht schon wirklich nicht. Hab ich wieder drüben raus. So, lieber von hier, ist besser. Dann kann ich sie nicht dann von hier aus in den Schuss nehmen. Nummer 1. Ah, nein, 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 nein! Ah, nein! Fuck! Fick dich! Ah, scheiße! Leck mich doch am Arsch, du Wichser! Ah, ich war kurz vorm Ziel. Verdammt. Das war klar, dass es mir passieren muss, oder? Das war sowas von klar. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Leck mich am Arsch. Aber man kann doch normalerweise seinen Jungs wiederbeleben, oder? Ist das nicht möglich? Normal kommt doch Truppe wiederbeleben, wenn man stirbt. Wieso hier nicht? Und Leute, ich spiele das auf leicht. Ich bin total der Loser. Total. Ich geb's zu. Mann, das ist hart. Wisst ihr, es ist auch ein bisschen blöd. Es läuft so schwammig mit dem Treffen. Was ist los hier? Ladevorgang? Halbe Stunde oder was? Komm schon, Balken! Komm schon. Ja gut, das liegt jetzt an der Aufnahme, ist klar. Das ist klar. Gut. Vorsicht, Deutsche! Ja, toll. Und der Panzer lebt noch. Und alles andere lebt noch auch. Und hier ist keine Panzerfaust. Ach, fick dich doch. Fuck you. Alan, hierher! Komm gleich mit, wir werden gleich rübergehen. Wir werden gleich hier rübergehen. Wenigstens muss ich nicht von was Gott wo wieder anfangen. Ich schütze mir einfach meinen Rücken und dann ist alles gut. So. So, da haben wir mal einen Deutschen erwischt. So. Wenigstens einen. Aber ich bin trotzdem nicht geheilt. Das ist unfair. Versuchen wir
den Plan B. Runter, Red! Die kommen von der anderen Seite! So. Nochmal ein. Hab ich den Panzer nicht erwischt? Ja, jawohl, er brennt. Das ist ja schon mal gut. So, und nochmal. Okay, Panzer ist Geschichte. Ich muss noch die Wichser hier erledigen. Geht über die Flanke! So, gib mir mal Feuerschutz. Los, Feuer! Ja, mit deinem Gewehrchen. Du kannst ja gar nichts. Kannst du überhaupt irgendwas? So, jetzt hammern. Sehr schön. Das wäre geschafft. Nehmen wir den Kamerad mit, den Kamerad. Bin dabei! Da drüben sind noch welche und dort sind noch welche. Hier sind nämlich auch noch ein paar. So, ein Abschuss. Oh verdammt, die schießen auf mich! Auch schon frühzeitig gemerkt, dass sie auf dich schießen. Aber du darfst auch gern zurückschießen, ne? Alan! Da drüben! Feuer konzentrieren! Verstanden! So. Ich glaube, den habe ich. Ausgeschaltet! Scheiße. Ich muss nachladen. Gut. Alle tot. Mein Kamerad, komm hierher. Nach da drüben! Okay! Und da ist noch mal irgendwas. Ja, toll, die schießen auch mit einer Panzerfaust auf mich. Bin dabei! Ich glaube, das ist nur noch einer hier. Mein Magazin ist leer. Ich muss nachladen. Runter! Feuer verlagern! Feuer verlagern! Also ich höre irgendwie die ganze Granate. Ich weiß auch nicht warum, aber... Mann, das ist doch nur einer, oder? Warte mal, ich versuche mal von der anderen Seite irgendwie an den hinzukommen. Nicht von hier oben. Komm raus. So. Gut. Alles klar, jetzt da hinten noch ein paar. Und dann haben wir's. Los! Da ist ein Mörser-Team. Gib mir Deckung! Granate! Runter! Und Mörser-Team. Tot. Das war jetzt das einzigste Perfekte, was ich jetzt gerade gemacht habe. Rein mit euch, Jungs! Gab es eigentlich je eine Straße, wo wir... So, und wir haben es geschafft, nach langem Unterfangen. Sorry, dass ich verreckt bin, sorry, dass ich mich so blöd angestellt habe heute, aber irgendwie ist heute nicht mein Tag. Aber ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!